Teil 6, der Sturz. Ich bin eine Kartoffel. Ja? Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Ah, die Kabine. Vom Aufzug. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Klar. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Sonst noch ein Wunsch? Ich hab dich gerade vernichtet und das mit gutem Grund. Vergessen? Aua. Tja, war wohl doch nicht so eine gute Idee, Wheatley die Anlage zu überlassen, ne? Huh? Ah, shit happens. Jetzt müssen wir gucken, wie man... Oh, guck mal. Ganz anderes Logo. Aperture Science Innovators. Sieht irgendwie altmodisch aus. Sieht ein bisschen aus wie auf dem... Auf dem Pip-Boy von Fallout. Der Vogel, der wieder die Kartoffel wegschreckt. GLaDOS? GLaDOS! Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Wie sieht denn das hier aus? Naja. Irgendwie alles, was ist das denn? Irgendwie Stromkabel oder sowas. Mal Arktik. Alles kaputt. Ich glaube, hier war seit Jahrmillionen niemand mehr. Naja, vielleicht nicht ganz so lang. Aber ich habe hier geschlafen. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Alles runtergestürzt und kaputt. So. Hep. Also das möchte ich jetzt auch mal wissen, was da brennt. Alles Metall, aber es brennt. Interessant. Brennendes Metall. Na dann. Was sind das überhaupt für Gebäude hier irgendwie? Gerüste und... 09. Aha. Also da bin ich hergekommen. Ach, geht nicht. Also Ringe und Schächten. Oh. Da kommt man hin. Aha. Was steht da? Tartaros 09. Ah, ich erinnere mich, irgendwo habe ich mal einen Clip gesehen. Da hat einer hier diese Szenerien. Auch diesen Fall gerade eben, die Sturz gerade eben mit den. Der griechischen Mythologie irgendwie verglichen. Witzig. Oh, komm mal da hoch. Nicht wirklich, ja? Ah, da kommt man hin. Brauche ich noch eine Gegentür irgendwo? Was geht's denn da hin? Hm. Jetzt gehen wir erstmal da hoch und gucken mal, was da geht. Aha. Ah, hier, guck mal. Condemned Testing Area.
not enter. Keep out. Also wenn sie mich so einladen, dann glaube ich, muss ich da definitiv hin, oder? Eigentlich. Nur wie? Vielleicht? Könnte geklappt haben, ne? Es hat. Da hinten bin ich. Guten Tag. Oh, was gibt's hier? Warning! This enrichment shaft may contain unsafe quantities of cosmic ray spallation elements. Aha. Do not enter, keep out. Also das würde ich mal als ziemliche Einladung ansehen, oder? Was meint ihr? Do not enter, keep out. Kann auch wieder hier hoch, wenn man will. Will ich aber nicht. Do not enter, keep out, keep out, do not enter. Geh mir nicht auf die Nüsse. Laber einfach Müll. Boah. Wo sind wir hier gelandet? Am Hebel ziehen. Jawohl! Ich wusste es. Jetzt sind wir in Fallout gelandet. Da sahen doch irgendwie diese Vault-Tore doch auch so aus. So riesige, runde Kuppeln. 0, 2, 1, 0, 0. Aha. Ein bisschen höher vielleicht. Ja. 0. Zahlen, aha. Hatch. Reclusion Override. 3, 2, 1, 0. Ah, verstehe. Und da drüben auch, lass mich raten. Oh. Jump! Okay. Oh. Ah. Super. Genau, ne? 4, 3, 2, 1, 0. Ah, okay, aber der hat 4 und der andere hat nur 3. Ha. Heißt, der hier hat mehr Zeit. Und jetzt kann ich... Müssen wir erstmal die Portale richtig setzen, dass ich hier schnell sein kann. So. 4, 3, 2 und... Ibi! Oha, what the fuck? Auf der anderen Seite sieht man es besser, ne? Oh ja. Aha. Die Vault wird geöffnet! Oh mein Gott! Die Vault! Oh, ein riesiges schwarzes Loch. Oh, was ist da hinten? Nee, oder? Wie geil ist denn das? Das riesige Loch und dann... Und das ist ein Stuhl. Der Pförtnerstuhl. Kuckuck. Das ist ja cool. Riesiges Tor und dann irgendwie so eine winzige Tür, durch die man durch kann. Tür öffnen. Aha. Und das ist tatsächlich, das ist... Oh. Ah, ist leider. Das ist tatsächlich nur... Dieses Riesending ist nur Fake. Das ist einfach nur dieses kleine Türchen. Was haben wir da? Sieht fast aus wie die Rauchmelder, die ich irgendwie hier habe im Haus. Ne?
bin ich reingekommen. Oh, Danger! No bathing! Aha, verstehe. Do not lean on railing. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht wirklich vor. Aber das Ding ist irgendwie schräg hier, die ganze Plattform. Irgendwie so abschüssig. Ja. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Da dampft die Scheiße. Yeah. Das ist die Suppe, die sie da auch irgendwie in manchen Kammern hat. Oh, nicht. Erdbeben. Keine gute Idee. Aperture Science ist irgendwie kaputt da hinten, ne? Ich glaube, ich sollte gucken, dass ich hier möglichst zügig... sagen wir mal, den Fisch mache. Da oben wahrscheinlich muss ich hier irgendwie hin, ne? Na gut, ich bin jetzt sehr tief gefallen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich möglichst weit nach oben komme wieder. Möglichst schnell. Da plätschert es irgendwie, das gefällt mir nicht. Guck mal da irgendwo. Nö, irgendwie nicht, ne? So, aha. Da ist irgendwas. Notice. Experiment discontinued. Keyboard. Contamination area. Dasselbe nochmal. Wo zum Geier sind wir hier? Tief unter der Erde, fast 4 Kilometer. Ich müsste hier doch brüllheiß sein, oder? Ich meine, 4 Kilometer Tiefe ist doch normalerweise ziemlich heiß. Ich müsste hier eigentlich eingehen. Zum Glück gibt es keine Temperaturanzeige. Was steht denn hier? Breaker. Main Power Entrance Way. Automated Doors Lobby. Testing Lounge. Bzzzt. Aha, guten Tag. Willkommen, meine Herren, bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party erst schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Keith Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meiner Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon drei, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Main Lift. Das klingt doch so, als ob ich da hin will, oder? Aber wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich so irgendwie, ne? Welcome to the future of tomorrow. To the future of tomorrow, verstehe. Übermorgen, hä? Notice, please excuse the inconvenience. This elevator is out of service until... ja. Unlimited. Na, super. Ein Portal kann ich auch keiner reinschießen. Was ist denn das für ein Fuck?
Ah, und die Brücke ist kaputt. Was steht denn da? Enter. Oder sowas. Ja, Enter. Das heißt, ich muss dann wieder rüberhüpfen. Das ist doch hier, sowas ist doch klassisch zum Rüberhüpfen, ne? Achso. Da hoch. So, gehen wir erstmal da hoch. Und jetzt, genau. Da. Und jetzt irgendwie da runter. Yippie! Wie cool ist denn das? Genau durchs Loch. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also Enter. Oh. Man öffnet automatisch. Verstehe. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf den Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbetern DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbetern. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du darfst von selbst, wenn der Test losgeht. Ich denke mal, spätestens wenn du gefressen bist, oder? Was ist das für ein krasser Typ, ey? Cave Johnson. Er hat auch schon so ein fieses Grinsen, oder? Der hat schon so ein fieses Grinsen. Was hat er denn da? Spirit of Idaho. National Potato Board Awards. Da ist die dicke Kartoffel. Best New Science Company 47. Krass. Hat eine Salzmine gekauft. Verstehe. Und da befinden wir uns jetzt wahrscheinlich gerade, ne? Shower Curtain Salesman 1943. Top 100 Applied Science Companies 49, Aperture Science Number 2. Was ist da? US Department of Defense Contractor of the Year Runner-up 52 und 54. Verstehe. Angefangen als Duschvorhangverkäufer über die Neugründung von Aperture Science, haben wir die Salzmine gekauft, dann angefangen irgendwelche Scheiße zu produzieren. Und zum Schluss hat er für das Verteidigungsministerium gearbeitet. Und dann ist er wohl durchgeknallt, ja? Hat schon alles geplündert schon. Aha. Kuschelig. Schöne Sessel. Alles wunderbar, bis dann das Testen losgeht. Ja, komm mal rüber. Jump! Aber null Probleme. Okay, Treppe kommt man nicht hin, aber vielleicht... Elevator Control. Please wait for attendant to begin lift. Thank you. I am attendant. Let's go up.